Christian Kücker, bei der HSBC in Düsseldorf am Wochenende hat die OPEC Plus wieder einmal getagt. Was sind die substanziellen Änderungen, die dabei herausgekommen sind? Ja, es gibt zunächst eine kurzfristige und auch eine langfristige Änderung, die angekündigt wurde. Kurzfristig hat sich Saudi-Arabien, seines Zeichens größter Ölförderer, dazu bereit erklärt, seine Fördermenge freiwillig um 1 Million Barrel pro Tag zu reduzieren. Das ist eine ganze Menge. Aktuell produzieren sie etwa 10 Millionen Barrel pro Tag. Und ja, die gesamte OPEC Plus, also die 13 exportierenden Nationen plus eben weitere Staaten wie Russland und der Irak, haben sich eben darauf verständigt, ab dem Jahr 2024 eben die tägliche Fördermenge um 1,4 Millionen Barrel insgesamt zu reduzieren. Das ist erstmal vielleicht auf den Blick, wenn man die Prozente anschaut, mit 1,65% der aktuellen Fördermenge gar nicht so viel. Aber mit Blick auf die Historie kann man sagen, dass jetzt schon im Lichte der letzten Monate die Fördermengen deutlich gedrosselt wurden. Alles eben mit dem Ziel, die Ölpreisentwicklung zu stabilisieren und idealerweise aus Sicht der Ölnationen dann auch wieder nach oben steigen zu lassen. Bei den letzten Produktionskürzungen haben wir ja festgestellt, dass der Ölpreis trotzdem billiger geworden ist. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie jetzt? Naja, zunächst haben ja die Kürzungen im Mai durchaus einen gewünschten Effekt erzielt. Da ist der Ölpreis ja zwischenzeitlich auch wieder deutlich über 80 Dollar pro Barrel gestiegen. Aber die konjunkturellen Nachrichten, die seitdem eben durch die Welt gegangen sind, insbesondere aus China, die noch sehr stark an den Covid-Folgen leiden und wo sozusagen der Rebound viel, viel schwächer ausfällt, scheinbar als sich das viele gewünscht haben, haben eben dazu geführt, dass der Druck auf den Ölpreis wieder zugenommen hat. Und jetzt gibt es doch den einen oder anderen Analyst, der sagt, naja, die Maßnahmen sind jetzt durchaus signifikant. Da kann man jetzt vielleicht mit einer leichten Erholung im zweiten Halbjahr, was die Wirtschaft angeht und diesen Ölmengenverknappungen durchaus damit rechnen, dass vielleicht die Wirkung dann erst im zweiten Halbjahr ja ihre Wirkung dann auch entfaltet. Und nicht zu guter Letzt gibt es ja auch eben Signale aus der OPEC, die sehr bereit sind, das Ziel eines Preises um die 80 Dollar zu erreichen. Also da muss vielleicht das Ende der Fahnenstange auch noch nicht erreicht sein. Für Trader ist der Ölmarkt natürlich auch sehr interessant. Aber wie können denn Trader überhaupt auf Öl setzen? Ja, also wir sehen natürlich, dass hier, wir haben es im Ölmarkt im Grunde genommen mit einem Markt zu tun, der sehr, sehr stark über sogenannte Future-Kontrakte gehandelt wird. Also da wird nichts physisch gehandelt, sondern wir haben es eben mit Finanzterminkontrakten zu tun, um eben an deren Entwicklung zu partizipieren, bedienen sich Trader üblicherweise sogenannter Turbo-Optionsscheine, Open-End-Turbo-Optionsscheine zumeist, die eine unbegrenzte Laufzeit haben, die wiederum die Wertentwicklung dieser Ölpreis-Future nachbilden und eben entsprechend dazu geeignet sind, auf steigende oder fallende Ölpreise zu setzen. Da müssen wir aber gleich mal nachfragen. Turbo-Optionsscheine kennt vielleicht nicht jeder. Wie funktionieren die denn grundsätzlich? Ja, wir haben es hier eben mit einem Wertpapier zu tun, einer innerhalb Schuldverschreibung vom Emittenten herausgegeben, die eine Hebelwirkung entfaltet. Das heißt, wir haben hier in der Regel eine Kursmarke, den sogenannten Basispreis. Das ist dann bei einem Turbo-Optionsschein, mit dem man auf steigende Kurse setzt, eine Kursnotiz, die unter der aktuellen Ölpreisnotierung von etwa 75 Dollar liegt. Und umso näher dieser Basispreis, umso näher diese Knockout-Barriere am aktuellen Ölpreisniveau liegt, umso höher ist der Hebel dieser Wertpapiere, umso höher partizipiert man überproportional an Kursanstiegen, aber gleichwohl eben auch an Kursrückgängen, sollte beispielsweise der Ölpreis dann wieder weiter Richtung 70 Dollar absinken. Das heißt also, es gibt verschiedene Arten von Turbo-Optionsscheinen beim Ölpreis. Einmal solche, die auf den steigenden und solche, die auf den fallenden Ölpreis setzen. Ist es so richtig? Genau, wenn man eben auf einen steigenden Ölpreis setzen möchte, dann bedient man sich eines sogenannten Call-Optionsscheins. Glaubt man dahingegen, dass durch weitere konjunkturelle Eintrübungen der Ölpreis weiter fallen sollte, dann kann ich das eben mit einem Put-Optionsschein dann bewerkstelligen. Aber die Risiken sind, vermute ich mal, wie immer bei Hebelinstrumenten, doch sehr, sehr hoch. Was muss ich da alles wissen? Ja, also das Risiko skaliert im Grunde genommen parallel zur Chance und damit eben auch zum Hebel. Ich hatte es ja eben schon kurz anskizziert. Umso näher meine Knockout-Barriere, mein Basispreis
am aktuellen Ölpreisniveau liegt. Umso höher ist der Hebel, aber umso höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn diese Barriere durchbrochen wird, es eben zu einem, und das muss man hier ganz explizit erwähnen, Totalverlust dieser Position kommen kann. Also beispielsweise bei einem Hebel von 10 ist diese Knockout-Barriere in etwa 10% auf der Unterseite entfernt. Fällt der Ölpreis dann bei einem Call um weitere 10%, verliert eben dieses Wertpapier seinen Wert und verfällt. Im Grunde genommen mit einem Totalverlust. Gleichzeitig sorgt diese Aufstellung eben auch dafür, dass bei steigenden Ölpreisnotierungen ich mit dem Faktor 10 an Kursgewinnen partizipieren kann. Ja, und das ist natürlich das, was dann viele lockt, das Zehnfache zu gewinnen, ist natürlich was anderes als 1:1 dabei zu sein. Wenn man richtig liegt, kann man so einen Turbo-Optionsschein ja auch durchaus länger behalten, wenn man in der Gewinnzone ist. Aber dann kommt vielleicht noch was dazu, was man auch wissen muss. Es werden noch sogenannte Finanzierungskosten fällig. Was hat es damit auf sich? Und die Bonität des Emittenten spielt auch noch eine Rolle. Was muss ich da alles wissen? Ganz richtig. Also wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass Analysten vielleicht erst eine Wirkung dieser Fördermengendrosselung im zweiten Halbjahr auf den Preis erwarten, dann kann es natürlich sinnvoll sein, sich mit einem Wertpapier auseinanderzusetzen, was eine theoretisch unbegrenzte Laufzeit hat. Und das sind eben diese sogenannten Open-End-Turbo-Optionsscheine, die vorbehaltlich eines solchen Knockout-Ereignisses eine unbegrenzte Laufzeit haben. Und man muss sich es so vorstellen, diese Hebelwirkung, von der wir gesprochen haben, die kommt im Grunde genommen durch eine implizite Kreditfinanzierung zustande. Wenn ich einen Hebel von 10 habe, dann leiht mir der Emittent, also in diesem Falle HSBC, gewisserweise 9/10 der sonst nötigen Investitionssumme, um am Ölpreis zu partizipieren. Und diese Fremdfinanzierung wird im Grunde genommen dadurch vergütet, dass ich diese Finanzierungskosten habe, die Sie eben angesprochen haben. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen wie bei einem Girokonto, wo ich im Dispo bin und mit jedem Tag, den ich eben diesen Dispo in Anspruch nehme, also mit jedem Tag, den ich die Fremdfinanzierung, die Hebelwirkung dieses Turbo-Optionsscheins in Anspruch nehme, fallen Finanzierungskosten an, die mein Kapital, also das, was ich für diesen Optionsschein bezahlt habe, ein bisschen schmälern. Da wird also, wenn man so möchte, jeden Tag etwas weggeknabbert. Im Ergebnis bedeutet dies, anders ausgedrückt, dass wenn der Ölpreis sich nicht bewegt und weiterhin irgendwo bei 75, 76 Dollar jetzt verharren würde, dann läuft die Uhr im Grunde genommen gegen mich und die Kosten laufen gegen mich. Das heißt, bei einer erwarteten Ölpreisanstieg, da muss der Ölpreis letztendlich auch so ansteigen, dass diese Kosten kompensiert werden. Und dann ist noch der Punkt Bonität des Emittenten. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Genau, also bei Turbo-Optionsscheinen handelt es sich um eine Inhaberschuldverschreibung, beispielsweise von HSBC. Deswegen sollte man auch gerade bei langfristigen Engagements eben auf dieses Risiko achten, dass die Herausgeber dieser Wertpapiere dann auch ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen können. Das heißt, Anlegerinnen und Anleger sollten da durchaus auch mal einen Blick auf das Rating dieser Finanzinstitute werfen. Ja, denn es gibt dann im Insolvenzfall keinen Einlagensicherungsfonds, weil es sich hier nicht um eine Einlage handelt, sondern wirklich um eine Inhaberschuldverschreibung. Ein Punkt, der für alle Zertifikate gilt, aber eben auch in diesem Fall. Trotzdem, Turbo-Zertifikate sind eine gute Möglichkeit, kurzfristig für den, der weiß, was er da kauft, auch auf den Ölmarkt zu setzen, was sonst nicht so einfach geht. Christian Kücker, vielen Dank für das Gespräch nach Düsseldorf. Gerne.